werde heute Nacht in einer von diesen Hütten schlafen und ich nehme euch jetzt mal mit, weil so sieht das da nämlich von innen aus. So groß ist die Hütte nämlich gar nicht. Da ist genau Platz für zwei Betten mit einem kleinen Kühlschrank, einer Lampe und einem kleinen Fenster. Das Camp befindet sich am Südufer des Grämendorfer Sees und ich muss sagen, dass das Ambiente schon richtig, richtig gut ist. Man dreht sich einmal um und hat den kompletten Grämendorfer See in seinem Rücken. Man hört das Schilf rascheln, also es ist schon sehr atmosphärisch hier. Toiletten und Duschen befinden sich in Containern hinter mir. Ich muss sagen, da unterscheidet sich das Luxuscamp auf jeden Fall nicht von anderen Festivals, die womöglich ein bisschen günstiger sind in der Übernachtung, denn da sieht es ganz genauso aus. Wer ein bisschen entspannen will, kann das am besten hier unter diesem Sonnensegel tun. Zwar scheint heute nicht die Sonne, aber schützt auch vor Regen, merke ich gerade. Und wer sich mit seinen Freunden zurückziehen will, kann das am besten hier tun. Es gibt auch Festivals, da braucht man ewig, um vom Auto zum Campinggelände zu kommen. Aber das ist hier nicht so und das möchte ich euch jetzt mal beweisen. Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Wahnsinn, oder? Jetzt musste ich aber erstmal aus dem Regen rauskommen, weil ich bin leider komplett durchnässt. So, langsam ist es Zeit für Abendbrot, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich absolut keine Lust mehr habe, durch diesen Regen raus in die Küche zu gehen. Deswegen gibt es heute bei mir das klassische Frühstück, Mittag, Abendbrot, das man auch auf dem Festival immer kalt essen kann. Und das ist natürlich Dosenravioli. Langsam in diesem Bett gemütlich machen. Es ist ja auch schon spät. Der Tag war lang. Gute Nacht! Guten Morgen aus der Campinghütte. Die Nacht war ganz gut. Ich muss sagen, zu Regen einzuschlafen hat irgendwie was Beruhigendes. Und zu Möwengeschrei wieder aufzuwachen ist auch ganz schön. Deshalb gehe ich jetzt mal gucken, was mich draußen vor der Tür erwartet. Ohne Regen ist es hier auf jeden Fall noch schöner. Mit Regen. Die Duschkabine ist auf jeden Fall doch größer als ich dachte. Man hat nämlich hier einen kleinen Bereich mit Spiegel und Bank und hier eine ganz nobel aussehende Duschkabine. Wenn es jetzt noch warmes Wasser gibt, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Fazit, meine Nacht im Glamour Camp war auf jeden Fall richtig gut. Es war gemütlich, ich kam in eine fertig gemachte Hütte, in ein fertig gemachtes Bett. Es war alles total problemlos und ohne großen Aufwand. Für das Wetter kann natürlich leider keiner was, sonst wäre es mit Sicherheit noch schöner gewesen. Denn das Ambiente und die Lage direkt am Grämendorfer See ist wirklich einmalig und wunderschön. Ich muss allerdings sagen, dass ich es gar nicht so glamourös fand, vor allen Dingen nicht für den Preis. Aber trotzdem ist das mit Sicherheit eine gute Variante für all die Menschen, die auch in diesem Jahr in Deutschland Urlaub machen wollen, denn das Camp findet nicht nur während des wilden bzw. milden Möhre-Festivals statt, sondern auch noch bis in den September hinein und bietet einen Platz für alle Menschen, die gerne die Heimat erkunden wollen. Und da ist das auf jeden Fall eine gute Variante.